Einen symbolischen Spatenstich gab es am Freitag im WK 10. Die Hoyerswerda Lebensräume bauen hier 4 Einfamilienhäuser, die allerdings nicht zum Verkauf, sondern zur Vermietung vorgesehen und aktuell auch schon vergeben sind. Rund 850.000 Euro werden von der Genossenschaft in das Vorhaben investiert. Im Frühjahr 2019 sollen die Häuser bezugsfertig sein. Die Erschließung des neuen Eigenheimstandortes läuft seit 2016 und kostete rund 650.000 Euro, so Vorstandschef Axel Vizek. Von den insgesamt 26 Baugrundstücken sind alle verkauft. Damit dürften hier am Rande der Stadt rund 7 Millionen Euro an größtenteils privaten Investitionen zu verzeichnen sein, bilanzierte Vizek weiter.